Farmer Schilling Level 15 meldet sich zurück und ich muss sagen, ich bin ziemlich überwältigt. 93 Freundschaftsanfragen, nachdem ich jetzt die ersten beiden Videos hochgeladen habe. Ich habe ein bisschen gezockt, bin jetzt Level 15, kann schon einige neue Früchte und Gemüsesorten anpflanzen. Hab jedoch ein Problem, mein Silo ist zu klein. Ich kann sie jedoch nicht ausbauen, weil mir Schraubendreher und Bretter fehlen. Und das muss ich mir jetzt ansehen, wo ich die herbekomme. Ich habe schon Tomaten, Zwiebeln habe ich hier, Brombeeren, Blaubeeren. Was habe ich noch so? Irgendwas Neues. Oh, hier noch was dazu bekommen. Und. Genau, hier habe ich mir Fässer gekauft. Ich wollte mal ein bisschen umbauen, denn das sieht nicht sonderlich schick aus, muss man sagen. Aber ich muss mir mal die Quests ansehen. Ich weiß wirklich gerade gar nicht, wie es hier bei mir weitergeht. Habe nur so ein bisschen angebaut nebenbei. Okay, einen Acker muss ich noch errichten. Bevor ich das aber mache, Moment, ich will hier mal ein bisschen Ordnung schaffen. Denn das sieht nicht gut aus. Das sieht wirklich nicht gut aus, finde ich. Das machen wir mal da alles rüber. Da sollte genügend Platz sein. Vielleicht kann ich sogar mein Feld erweitern. Genau, das sieht doch schon mal gut aus. Dann kommt auf die eine Seite hier das Lager. Die Fässer ein bisschen weg. Die andere Seite hier. Und dann kann ich da so einen Weg rüber machen. Irgendwie so in der Art. Und das... Obwohl... Machen wir das hier hin. Eventuell noch drehen. Und dann... Schauen wir mal. Ach so, muss das alles mit dem Weg verbunden sein oder nicht? Das weiß ich gerade gar nicht. Aber genau, das passt erstmal soweit. Und dann werde ich mir, weil die ganzen Dekorationsgegenstände, das habe ich am Anfang gar nicht so gewusst, die geben immer, naja, nicht immer, es dauert eine Zeit. Aber, ach, ist da eine Pflanze? Habe ich die da hingestellt? So, die geben mit der Zeit diese... Werkzeuge, Schrauben, Schraubendreher, Hämmer, was auch immer. Und mein Silo. Das müsste ich jetzt ausbauen, aber wie gesagt, das reicht leider nicht. Und für die Mission muss ich erstmal einen Acker noch errichten. Hä, wieso kostet der einen Diamanten? Wieso kostet der einen Diamanten? Egal, dann mache ich das mal. Ich habe ja noch ein paar davon. So, und der Acker kommt... Ja... Da irgendwo so hin, würde ich mal sagen. Also ich bin schon gespannt, wie es da weitergeht, denn noch hat sich jetzt nicht so viel getan, muss man sagen. Aber das wird hoffentlich noch. Okay, da sind jetzt meine ganzen Äcker, die werde ich gleich noch beackern. Eventuell muss ich mir voransehen, was ich denn dafür benötige. So, die Quest ist schon erledigt. Okay, da gibt's... Ah, hier bekomme ich was. Das wäre schön. Gatter, jetzt kommen die Hühner ins Spiel, oder wie? Moment mal. Wo wird das sein? Vielleicht hier? Huhn, kein freies Gatter. Nein, Moment, das wäre dann eventuell bei den Gebäuden. Futtermischer. Moment, bin ich blind? Bäckerei, Saftpresse, Küche, Futtermischer, Zuckermühle. Kann ich die noch nicht errichten? Was sind das für Gebäude? Nein, Werkzeugkasten. Huch, ach hier, Gatter. Warum ist das bei... In diesem Tab. Egal, kaufe ich mal. Wo kommen denn die Tiere hin? Da hinten irgendwie so? Nein, oder? Hm, obwohl die Häuser, wenn die so groß sind, die verdecken dann alles. Wo packe ich das hin? Eventuell dort dran ans Feld? Nein. Eigentlich sind die Tiere dahinter immer, das passt schon so. Kann man irgendwie die Kamera drehen? Ich glaube nicht. Egal. So, ein Gatter habe ich jetzt erstmal. Wollen wir Tiere kaufen gehen? Auf jeden Fall. Hühner habe ich gelesen. Die kaufe ich mal. Ah, okay, jetzt habe ich da einen Huhn drin. Und das wird vermutlich Eier legen ab und zu. Nicht genügend Rohstoffe. Ach, jetzt muss ich die noch füttern. Okay. Wo kaufe ich denn das Futter? Futter, Futter, Futter. Marktplatz. Nein, Moment mal. Was war das? Nochmal. So, nicht genügend Rohstoffe. Die fehlen einige Zutaten. Produktion für Diamanten trotzdem starten? Nein. Muss ich das eventuell hier irgendwo... Nein. Ich hab's gleich. Ich hab's gleich, liebe Leute. Oder nicht. Oder doch nicht. Moment, schauen wir mal weiter. Was muss ich für diese Quest alles erledigen? Baue Futtermischer. Ach, okay. So sieht's aus im Schneckenhaus. Das habe ich aber irgendwo gesehen, Futtermischer. Das dürfte dann hier gewesen sein. Ja, genau. Da haben wir es schon. Futtermischer.
Wie viele Blöcke brauchst du? Boah, das sind aber alle groß hier, die Gebäude. Da muss ich, glaube ich, bald wieder meine Farm erweitern. Gut. Dann wird das erstmal erlegt. Das dauert, was, 7 Minuten? So viel Zeit habe ich doch jetzt nicht in dem Video. Produktion abbrechen? Nein, möchte ich nicht abbrechen. Gut. Dann pflanze ich hier mal ein bisschen was an. Wenn das Silo voll ist, und das habe ich häufig gemacht, deshalb bin ich schon Level 15, kann man zum Beispiel irgendetwas wie diese Heidelbeeren in Erfahrungspunkte umwandeln. Ein Ding gibt 3 Erfahrungspunkte. Würde ich alle jetzt zerschreddern, würde ich 151 bekommen. Man muss nur darauf achten, es sind ein bisschen mehr als 3, das heißt ab und zu, genau, jetzt zum Beispiel von 26 auf 29 sind es 3 und jetzt 4. Das heißt, 10 könnte ich ganz easy einschreddern, 33 Erfahrungspunkte erhalten und jetzt habe ich wieder ein bisschen mehr Platz im Silo. Ansonsten kann ich hier anpflanzen und anpflanzen und hier, das ist neu. Und außerdem brauche ich offenbar für das Futter noch mehr Weizen. Das Weizen habe ich erstmal ein bisschen zerstört, also eingeschreddert im Silo, denn da warte ich noch, keine Ahnung, eventuell benötige ich ja da was Spezielles dafür. Denn Weizen gibt am wenigsten Erfahrungspunkte und war jetzt erstmal unnötig für mich. Die ganzen Lieferungen, da muss ich schon andere Dinge wegschicken, die ich noch gar nicht mache, beziehungsweise machen kann. Und für all das hier, da werden Kirschen benötigt. Hierfür benötige ich logischerweise Eier. Habe ich noch nicht, also ich muss da noch ein bisschen aufholen. Was könnte ich denn noch errichten, dekorationsmäßig oder so? Oder eine Saftpresse? Ich meine, die Quest hat noch nicht gesagt, dass ich eine Saftpresse errichten soll, aber das wird mir hier alles schon ziemlich voll. Wie viel kostet es denn, mein Feld noch um eines zu erweitern? Ja, da brauche ich auch wieder Schraubendreher, aber die Schraubendreher will ich für das Silo erstmal haben. Von daher, egal, ich back mal wieder ein bisschen Brot. So, keine Rohstoffe mehr. Oh. Und hier mache ich nochmal Bratkartoffeln, bevor hier gar nichts drin ist. Und Säfte. Machen wir einen leckeren Karottensaft. So, der dauert 3 Minuten. Okay. Was bewirken die Säfte? Bewirken die auch irgendwas Spezielles? Kirschsaft haben wir hier ab Level 77. Multivitaminsaft, O-Saft, Zitronensaft, Apfelsaft. Die kann man, ja, auch für EP wegschicken, aber gibt relativ wenig. So, Weizen ist schon fertig. Etwas ist schiefgelaufen. Warum ist etwas schiefgelaufen? Das will ich ja mal nicht hoffen. Genau, da mache ich nochmal Weizen hier ein bisschen. 4 Stück. Und jetzt werde ich mal einen Blick auf die Freundesliste werfen. Danke für die ganzen Einladungen, also Anfragen. Denn ich konnte Dragon of Pooh. Ich konnte nicht wirklich diese ganzen Belohnungen einheimsen, weil ich keine Freunde hatte. Und alle die ich im Video eingeladen habe, die zufälligen Leute, die wollten irgendwie nicht annehmen. Also da hat noch keiner von mir angenommen. Da war ich immer nur bei Silvia, bei diesem Level 100er Account. So, ich sehe, da sind schon manche fleißig auch am Zocken. Franz LP. Was? Freundesliste voll? Sorry Leute, das wusste ich echt nicht. Dann scroll ich aber hier zumindest mal durch an alle, die mich hier hinzugefügt haben. Aber ich werde dann, ich meine, ich will niemandem Druck machen oder so, aber ich werde ab und zu durchwechseln und vielleicht, wenn ich jemanden sehe, der Level 50 ist oder so, werde ich dann mal so jemanden reinnehmen. Stopcorn, Wulfilde, Maraison, Franz LP, Sturzi und einige Dönerbuden-Susi. Einige Leute. Krasse Sache, hätte ich nicht gedacht, dass mich hier so viele hinzufügen werden. Vielleicht sind das auch Leute, die gar nicht vom Video kommen, sondern einfach nur so zufällig. Sunny X Farm, Big Dani Sahne und so weiter. Gut, ich werde mich ranhalten auf jeden Fall. Weizen ist schon wieder fertig, das geht echt flott. Hey, was ist denn los mit dir? Ja, ich werde dann nachher mal kurz neu starten. Nicht, dass da hier noch irgendwas passiert, aber ansonsten, genau. Lieferungen habe ich jetzt nicht weggeschickt. Ich meine, das hätte ein paar Münzen gegeben, aber genau, was wollen die eigentlich von mir? Besuche 9 Freunde, das mache ich jetzt mal. Moment, jetzt habe ich ja ein paar Freunde. Wir gehen zu Dragon of Pooh. Info. Wieso ist da das Herz mit einem Voreingeschloss? Besuchen. Ich hoffe, ich kann dich ganz einfach besuchen jetzt. So, jetzt müssen wir mal wieder Maulwürfe suchen. Irgendwie sieht es bei dir größer und aufgeräumter aus, muss man ehrlich sagen. Warum ist es bei mir so unordentlich? Ach, hier sind 0.
Ach, eventuell geht das bei neuen Freunden nicht. Deshalb das Vorhängeschloss. Kann das sein, dass ich zum Beispiel erst alle Maulwürfe auf einmal fange? Kann es sein, dass ich zum Beispiel erstmal einen Tag mit dem befreundet sein muss? Weil ansonsten könnte man ja einfach Freunde hinzufügen, Freunde löschen, Freunde hinzufügen, Freunde löschen. Und, ach, hier kann ich was abholen. Nein, doch nicht. Marktplatz. Ah, da könnte ich sogar was kaufen. Das wusste ich nicht. So, weil ansonsten könnte ich immer irgendwelche Freunde hinzufügen und wieder löschen, um dann unendlich viele Maulwürfe abzuholen. Kann ich dir die Felder da ernten? Nein, kann ich nicht. Okay, das heißt, das finde ich aber schade. Aber ich kann mir die Farms von euch ansehen. Das ist eine gute Idee. Das ist wirklich eine sehr gute Idee. So, und jetzt müsste ich bei Silvia sein. Genau. Okay. Das heißt, eventuell beim letzten Mal, also außerhalb des Videos, habe ich das richtig schnell geschafft. Die hatte ich irgendwie innerhalb von ein paar Sekündchen dann. Genau. Das heißt, ich muss, glaube ich, mit den Leuten erstmal einige Zeit lang befreundet sein. Und danach kann ich erst hier die Maulwürfe suchen. Oder vielleicht müssen einfach die Maulwürfe mal, wie soll ich sagen, auftauchen. Also einer noch und da... Da war er. Aber ich glaube, ich muss da jetzt warten, weil woanders kann der dann nicht kommen. Wenn der hier war, da irgendwo müsste der... Dementsprechend gewählt, da ist er auch schon. Gut gemacht, alle Maulwürfe erfolgreich gefangen. Ach, hier habe ich eine Kirsche bekommen. Jetzt kann ich das machen. Wo war denn das? So, für irgendwas habe ich eine Kirsche benötigt. Was ist das jetzt? Genau. 18 Minuten. 3 Stück bekomme ich. 20 Erfahrungspunkte. Mache ich mal. Habe ich noch nicht. Neues Produkt für mich. So, der Saft ist ebenfalls fertig und ich wollte gerade sagen, das Futter muss auch gleich fertig sein, denn ich nehme hier schon eine Zeit lang auf und das hat doch nur 7 Minuten gedauert. Dann machen wir jetzt mal so einen Birnensaft. Okay. Nö, das ist irgendwie noch klein bei mir. Der hatte, wer auch immer das war, mindestens noch eine Felderweiterung, wenn nicht sogar noch 2. So, Futter ist mal da. Und jetzt kann ich hier hoffentlich ein Ei legen. Dauert wieder 8 Minuten. Okay, und danach habe ich Eier. Eier sind ziemlich wichtig. Ab Level 55 kann ich hier Früchte? Nein. Das muss dieser Anzeigefehler sein. Vielleicht müsste ich den Browser nur mal neu starten. Aber gut, was mache ich da jetzt? Ich glaube, ich mache nochmal nur ein bisschen Weizen, dass ich hier noch Futter produzieren kann. Und dann, wie viel würde das zum Ausbauen kosten? Nein, die Ausbaustufen, die sind teuer bei den ganzen Gebäuden. Und ich will, glaube ich, ich meine, momentan hätte ich den Platz, weil ich jetzt viel weggeschickt habe, aber ich wollte eigentlich das Silo nochmal ausbauen. Na egal, was müsste ich jetzt denn weitermachen? Apfelbäume müsste ich errichten. Die dürften... Ich muss mal logisch hier nachdenken, wo die ganzen Dinger sind. Ach, dummer Schilling ist dumm. Das waren keine Kirschen, sondern Äpfel, oder? Ja, klar. Aber es sieht auch aus wie Kirschen, kann man schon sagen, oder? Wenn man nicht mitdenkt. So, dann hier mal 2 Apfelbäume hinpflanzen. Jo, sehr schön. Gut, 2 Apfelbäume. Ich hätte mich mal früher um diese Quest kümmern sollen, glaube ich. So, dann muss ich da jetzt irgendwie verbleibende Ernten 10. Alle 2 Stunden. Okay, das heißt, das funktioniert dann ganz anders. Soll ich noch einen dritten Apfelbaum hinpflanzen? Ernte Äpfel, 12 Stück. Das kann ich erst in 2 Stunden jetzt machen. Oder ich kann es mit 2 Diamanten beschleunigen. Aber ich glaube, das leiste ich mir jetzt nicht. Vielleicht noch einen Dekorationsgegenstand, dass ich irgendwie mehr Schraubendreher bekomme. Aber ich habe extra diese Fässer gekauft. Und das war nicht ganz so. Ich meine, bei den Fässern stand hier dran, 10% Schraubendreher. Gibt es irgendwas, was mehr davon geben würde? Wäscheleine. Ja, das ist teuer. So viel Geld habe ich nicht mal. Na, das wird dann schon zu teuer. Hier bekomme ich keine. Hier bekomme ich keine. Und das kostet 3 Diamanten. Die Margarite. Ja, dann belasse ich es einfach mal dabei, würde ich sagen. Und ich belasse es auch bei diesem Video. Ich werde mein Bestes geben, um hier voranzukommen. Aber für jetzt soll es mal gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Es geht einfach nicht so weiter.